So, wir sind jetzt hier auf dem Kasernenplatz. Die Herbstmesse von Basel, wo immer am letzten Wochenende vom Oktober startet. Da ist relativ viel. Sind wir da bei der Achterbahn, hä? Sperrzone. Da haben sie gerade die Achterbahn abgesperrt. Entschuldigung, ist jemand runtergefallen? Ist jemand runtergefallen? Also sie ist eben gesperrt, um zu bedienen. Sie läuft im Moment nicht. Okay. Haben Sie es gehört, hä? Also man kann nicht herausfinden, es ist alles gesperrt. Sie stehen auch nur da hinten. Security von der Bahn zeigen den Rücken und nichts weiter läuft. Gerade 6 Personen verletzten sich gestern an der Herbstmesse zu Basel. Zuerst fährt auf einer Achterbahn ein Wagen auf den Stehenden auf. Wenig später fliegt ein junger Mann vom Karussell. Das offenbar selbst verschuldet. Grüß euch zusammen. Diesmal hier sind wir auf dem Petersplatz. Hier hinter mir seht ihr es gerade. Wie der Kächelmarkt genannt hier in Basel. Weil so Töpfe und so Sachen und so kleines Zeug sind, hat sonst neben der Messe. Es hat hier etwa über 240 Stände. Wir laufen noch ein bisschen durch. Ich zeige euch, was es da alles für Stände gibt. Es gibt auch für Kinder und Erwachsene, also mehr für Kinder und so. Kinderachterbahn, Kasperletheater und so Sachen. Schauen wir mal, was da innen drinnen alles sich verbirgt.
Also, Jona. Ja, schön. Ist das alles Anis-Geschmack? Ja. Ja. Ganz genau abzählt. Dankeschön, Monsieur. Einen schönen Tag. Hallo, grüß dich. Josh. Wie geht's? Dankeschön, das letzte Mal gut. Ja, also. Thank you.
Leute, ich zeige euch jetzt die Rosenthal-Anlage und den Messeplatz, mal erst noch von oben. Hier hinter mir sind gerade. Tele Basel ist auch noch gerade da, wo irgendetwas reportiert oder interviewt. Keine Ahnung, was sie da für einen Bericht drehen. Ja, die da hinten, das wird. Ja. Also, gehen wir jetzt mal das von oben anschauen. Kommen wir da mit oder lassen es bleiben? Hier sehen wir die Rosenthal-Anlage. Das ist eine von, das ist die erste, älteste Messeplatz hier im Kleinbasel. Geisterbahn Einfahrt konnten wir können sehen, aber drinnen war auch ein Filmverbot und fotografieren. Aber kaum habe ich die Augen aufgemacht, ist es irgendwie schon wieder draußen gewesen. Das geht knapp eine Minute. Also lange ist man hier innen nicht. He? Und wenn ihr ein Bad nehmen wollt, könnt ihr gerade noch baden. He? Die sogenannte Fressmeile, könnte man da quasi sagen. Da gibt es einen Essstand nach dem anderen. Von Käse über Fleisch, alles Mögliche. Und das Tele Basel verfolgt mich, glaube ich. Die sind auch schon wieder da hinten. Aber ich zeige euch jetzt mal, was da hinten ist. Tele Basel brauche ich nicht, das kann ich auch so. He? Das, was wir hier oben drüber sehen, ist die Spitze vom Spin Tower. Der 81,5 Meter hohe Freifallturm ist jetzt neu wieder. Der letzte Turm hat er erst verkauft, der Besitzer.
hat dann kurz entschlossen dann doch wieder einen gekauft. Oh, oh, schau, ich gehe noch weiter rauf. Wow, ich gehe noch rauf. Nein, ich rauf. Das stimmt. Deswegen steht jetzt hier wieder einer, der 1,5 Meter höher ist. Der letzte war 80 Meter. Jetzt ist es eben dementsprechend höher hier. Ne? Back to the 80s heisst es hier. Das hat einen speziellen Grund. Früher, in den 80er Jahren, in der Messehalle, wo immer etwas drin gelaufen ist. Lange Zeit hat man dann das irgendwann plötzlich nicht mehr gemacht und seit wenigen Jahren wird das wieder als Revival quasi gebracht. Unter dem Motto eben Back to the 80s. Ich zeige euch jetzt, was noch in dieser Halle drin geht, wo hier von den 80er Jahren angelehnt sind. Wir haben hier noch Wien, noch Prater, Geisterbahn zum Beispiel noch drin und noch viele andere Sachen. Also gehen wir rein und schauen, was es hier noch so gibt. Jetzt gehen wir hier in die Wasserhalle rein. Ich zeige euch, was es hier alles so gibt. Wir haben auch jenste Bahnen von früher noch. Klein und gross, alles mögliche. Was natürlich nicht fehlen darf, was Klassiker ist, das ist natürlich ja, die Bocci-Autobahn. Attenzione!
das war's da gesehen von da innen her, in dieser Halle, die Messehalle nebenan. Back to the 80s. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video.